Hallo, liebe Shisha-Freunde. Ja, ihr habt das Postauto gesehen. Ich habe fleißig darauf gewartet, auf das Postauto. Endlich war der Postbote oben. Und ich dachte mir heute mal ein Video, wo wir einfach mal das auspacken, was ich bestellt hatte. Und die Pläne für Dezember, ne? Das ist nämlich mein Dezemberplan, der da drin ist. Und für die nächsten Videos, damit ihr so ungefähr wisst, was kommt, weil ich habe schon Lust, Kommentare zu antworten. Ich freue mich über jeden Kommentar vor euch. Ich will versuchen, eigentlich auch jeden zu beantworten. Aber die Sache ist, du kommst immer nicht dazu oder dir fällt manchmal nicht ein oder stell mal das und das vor, kannst du sagen, ja, mache ich und dann kannst du mal so kein genaues Datum sagen. Deswegen, ich habe hier was bestellt, das stelle ich jetzt die nächsten Tage, Wochen vor und damit ihr mal so einen Plan habt, was jetzt die nächsten Sonntage, also im Dezember generell so kommt, ne? Ja, wir packen einfach mal aus. Ich habe ein schönes Paket bekommen. Ich habe bei, ich werde immer gefragt, wo bestellst du eigentlich online? Also wenn ich es erwähne, dass ich online bestelle. Ich habe diesmal bei Shisha bestellt und da kam so ein Paket an, ich glaube. Hier liegt die Rechnung, ohne euch den Namen zu zeigen, 81,15 mit Versand. Für so viel habe ich bestellt. Und ja, ne, hier ist das Paket, 81,15 Euro. Und ja, ich habe mir eine Menge Füllmaterial bestellt. Ne, Spaß beiseite. Ja, hier steht schon das Paket. Ich habe mir Folgendes bestellt. Einmal Schmand weg, weil ich wollte mal wieder Schmand weg haben, damit meine Shisha wieder sauber wird. Was habe ich noch bestellt? Ich habe endlich, ich weiß, dieser Zuschauer nervt mich schon, also er nervt mich nicht, aber er spricht mich schon seit Wochen, seit Monaten drauf an. Kannst du nicht mal Alajami Gold, nur Alajami Cappuccino vorstellen? Kollege, hier ist er. Alajami Cappuccino, ne? Alajami Cappuccino, da ist er endlich. Kommt die nächsten, also die nächste Woche oder so. Ich denke mal, die Woche, wo dieses Video kommt, denke ich mal, werde ich ihn am Sonntag, am Donnerstag vorstellen. Wenn Sonntag ist, was anders geplant, da kommen wir gleich zu. So, als nächstes, ich hatte einen Tabakvergleich gemacht, da hat jemand geschrieben, du hast eins vergessen, zum Beispiel Kaho oder Keho oder so. Da habe ich mir zwei Sorten bestellt. Einmal den Gum und einmal den Pineapple. Ne? So sehen die beiden aus. Haben mir die beiden mal bestellt. Und die werden wir auch testen. Das ist auch Tabakersatz und ich bin echt gespannt, wie die sein werden. Hier steht drauf 100% nikotinfrei und 100% tabakfrei. Es soll aber 100% Natur sein, ne? Von Aladdin. Sehen wir auch hier. War da das Aladdin-Logo. Vielleicht kennt es noch einige. Aladdin ist ganz schön untergegangen, muss ich sagen, in den letzten Wochen oder in den letzten Jahren. Ja, Wochen, was sage ich da schon, in den letzten Jahren. Aber gut, ne? Stelle ich euch vor. Ne? Hat sich jemand gewünscht. Deswegen stelle ich es auch vor. So, jetzt kommen wir mal zu den nächsten Sonntagen, was euch jetzt erwarten wird. Also Pläne für letzten Sonntag im November, der jetzt kommt in der Woche, wo das Video hier erscheint. Und für die darauffolgenden Sonntage. Und zwar gibt es vier Sonntage. Und diese vier Sonntage haben eine besondere Bedeutung im Jahr. Und zwar sind es Adventssonntage. Ne? Ich habe mir für den ersten, zweiten, dritten, vierten Advent jene Tabakdose bestellt. Und ich will dir je eine Weihnachtsdose vorstellen. Wir haben einmal Brodator. Vanillekipfel. Die haben wir einmal. Vanillekipfel von Brodetor. Dann haben wir einmal Start Now mit Bratapfel. Der sieht so aus. Bratapfel, bin ich sehr gespannt. Ich hatte Winterzauber bisher von Start Now und letztes Jahr Christstollen. Dann haben wir einmal von 7 Days den Glühwein Cold. Der sieht so aus. Glühwein Cold. Freue ich mich auch extrem drauf irgendwie. Weil 7 Days ja immer wie Hulle raucht. Ich würde jetzt nichts bringen, wenn ich hier dran rieche. Riecht irgendwie nur nach Verpackung. Und als letztes, als viertes im Bunde, haben wir Gingerbread. Weiß ich nicht, also ich weiß nicht, ob das die wirkliche Übersetzung ist, aber wir haben Lebkuchen von Golden Pipe. Ne? Die Sorten stelle ich euch alle vor. Werde ich euch alle vorstellen. Ich will mal riechen, wie Lebkuchen riecht. Muss ich jetzt wissen. Na, Alter Junge. Junge, 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 das wird ein Spaß. Ja, das wird jetzt die nächsten Wochen kommen. Das sind erstmal die Pläne an Vorstellungen im Dezember. Ansonsten wird euch bestimmt noch einiges sonst an Videos erwarten. Ihr könnt euch darauf einstellen, dass ich die Sorten vielleicht ein, zwei alleine vorstelle, ein, zwei wieder zu zweit. Und mein Kumpel Benny, kam ja schon mal ein Video. Oder also zwei Videos und ja, ihr könnt mir mal gerne in die Kommentare schreiben, welchen wollt ihr als erstes sehen, welchen wollt ihr jetzt diese Woche am Sonntag sehen. Wir haben vier zur Auswahl. Golden Pipe Lebkuchen, Brodator Vanillekipfel, 7 Days Glühwein Cold
und den Startnow Bratapfel. Welchen wollt ihr als erstes sehen? Ihr könnt entscheiden, welchen ich als erstes vorstellen soll. Und ja, ansonsten gibt es von mir nichts weiter zu sagen, außer dass wir uns dann in den nächsten Videos wiedersehen. Und ja, das war's von mir, Freunde. Ich wünsche guten Rauch und ja, ich habe mich riesig über das Paket gefreut. Ich denke mal, es freut sich auch jemand auf jeden Fall auf den Cappuccino-Flavor endlich. Der habe ich mir seit Monaten vorher hergeschoben, aber gut. Ja, was gibt's noch zu sagen? Achso, Leute fragen ja immer, wo stellst du mal? Ich verstelle relativ selten im Internet. Meine letzte Bestellung war der Chavos-Tabak. Davor war es das große Tabakersatzpaket und davor war monatelang nichts. Ich bin ja immer eher jemand, der im Laden geht und lieber dran riecht und so. So ein Typ bin ich eher. Und also ich bestelle auf verschiedenen Seiten. Ich habe bisher auf Shisha Galerie, Shisha Vault und Shisha Nil bestellt. Und eigentlich die gängigsten. Ne? Kann man eigentlich nichts falsch machen. Aber Freunde, wenn ihr mich unterstützen wollt, sage ich es nur immer wieder. Amazon Link in der Beschreibung, wenn ihr euch einen Tabakersatz holen wollt. Und über Amazon geht das Ganze doch bequemer, Freunde. Ihr wisst es doch. So, also Freunde, wir sehen uns im nächsten Shisha-Video wieder. Ich wünsche guten Rauch. Und zur Feier des Tages pusten wir mal nochmal hier Naridan Tobacco Tingle Tangle Breeze in die Kamera.